aus gegebenem Anlass würde ich gerne noch kurz ein kleines Video machen. Und zwar hatten wir einen 1,25 Diesel der Baureihe F20 zu Besuch. Und zwar war dort die Beanstandung Abgasgeruch im Innenraum. Ganz klar, natürlich nicht gesund, tut nicht gut, tut auch dem Auto nicht gut, tut natürlich der Gesundheit nicht gut. Und hier war einfach die Frage, ja, woher kann das kommen, woran kann das liegen? Das heißt, Auto in die Werkstatt, Fehlersuche am Fahrzeug. Fehler war relativ schnell gefunden, aufgrund von dem, dass man es eingrenzen konnte, von dem, wie quasi dieses Bild von der Rußbildung war. Und dort hat man festgestellt, dass die Abgaskrümmerdichtung ein Problem hat. Vorweg, deswegen auch das Video, das Auto war in einer BMW-Vertragswerkstatt. Es waren diverse Schrauben nicht angezogen, es waren diverse Sachen falsch bzw. nicht richtig eingebaut. Und da möchte ich einfach mal drauf zurückkommen. Nicht immer, wenn man in eine Vertragswerkstatt geht, heißt es auch, dass man da die Arbeit bekommt oder bessere Arbeit bekommt wie in einer anderen oder wie in einer freien Werkstatt. Ja? Deswegen das Video zu dem Thema. Ich habe hier euch ein Beispiel. Wir haben hier die Krümmerdichtung. Ihr seht sie hier vom Zustand, wie sie ist. Und zwar ist das relativ einfach. Hier bereits verbogen. Das heißt, derjenige, wo an dem Fahrzeug gearbeitet hat, hat versucht, den einen Turbolader, in dem Fall ist das Fahrzeug ein Biturbo aufgeladenes Fahrzeug, versucht, den einen Turbolader drinnen zu lassen und ebenfalls auch den Krümmer und die Lader so auszubauen, dass man die Stehbolzen nicht rausmachen muss. Und dieser Schuss ging hier eben nach hinten los. Nicht nur an dieser Dichtung hat man das gemerkt, sondern wir haben hier auch diese Schraube. Wenn ihr euch die Schraube hier oben anschaut, das seht ihr sehr gut. Und so sah es natürlich dementsprechend auch im Krümmer aus. Ja? Das heißt, mit Mühe und Not konnte man den Krümmer mit Nachschneiden noch retten mit neuen Schrauben. Das hat funktioniert. Hätte das nicht funktioniert, wären kurz über 300 Euro an Mehrkosten weg gewesen. Und das ist halt eine Sache, das muss in meinen Augen nicht unbedingt sein. Zu diesem Thema wurde noch eine falsche Dichtung verbaut, das ebenfalls an der Leitung auch noch gerußt hat. Und es hat natürlich im Innenraum dermaßen stark nach Abgasen gestunken. Da haben einem die Augen gedreht. Also das war nicht mehr fahrbar. Deswegen lasst euch gesagt sein, geht in die Werkstatt eures Vertrauens, wo ihr wisst, da kriegt ihr saubere Arbeit. Ihr müsst nicht zwingend zum Vertragshändler. Genauso mit der Thematik, mit dem Thema Garantie. In der Garantiezeit darf kein Hersteller euch verwehren, wo ihr hingeht. Was nachher mit der Kulanzgeschichte ist, wenn man nicht bei Mercedes war, wenn man nicht bei BMW war, leider ein anderes Thema. Aber in der Garantiezeit könnt ihr, egal in welche Werkstatt, die ihr möchtet. Ja? Zu dem Thema nochmal, am besten ist, man arbeitet nach einem Ausbauplan. Ja, das heißt, hier ist komplett alles aufgelistet, was für Werkzeug man dafür braucht, was man lösen muss, dass man dieses Teil fachgerecht ausgebaut bekommt. Und oftmals ist es besser, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, man tauscht eben die Teile, versucht, dass man die Sachen rauskriegt, wie die Stehbolzen und so weiter. Es hat wunderbar funktioniert. Jetzt ist es zusammen und funktioniert einwandfrei. Und wenn man das beachtet, dann passieren solche Fehler definitiv nicht. Das nur ein kleines Infovideo für euch zwischendurch. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Ciao.